Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmkritik. Heute geht es um einen Film, den ich mir bereits vorab anschauen konnte und der am 26. August auf DVD und Blu-ray erscheint. Und dabei geht es heute um Cities of Lies mit Johnny Depp und wie ich den Film im Gesamten so fand und ob ich ihn euch empfehle, das erfahrt ihr jetzt. Als in den 90er Jahren die Rap-Ikonen Tupac und Notorious Big ermordet werden, wird der Detektiv Russell Poole auf den Fall angesetzt, also hier von Johnny Depp gespielt, und er soll den Fall untersuchen und die Wahrheit ans Licht bringen. Während seiner Untersuchung kommt er aber auf die Spur, dass eventuell das Los Angeles Police Department, das ist LAPD, etwas mit dem Mord zu tun haben könnte und dass es eventuell in diese ganze Geschichte verstrickt ist. Daraufhin wird er von der Polizei entlassen und geht in den Ruhestand, denn er möchte diesen Fall nicht auf die Akten legen, denn er glaubt, dass da etwas Größeres hintersteckt. Doch Jahre später soll er dann mit dem Journalisten Darius Jackson hier von Forrest Whitaker gespielt, den ganzen Fall nochmal aufkrempeln und klemmt sich dahinter, eventuell die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wie der Film letzten Endes weitergeht, das erfahrt ihr natürlich im Film selber. Der Film hat, und das muss ich dem Film von vornherein schon gut heißen, eine sehr ruhige Kameraart. Das heißt, hier kommt es eher so ein bisschen in den Arthouse-Film oder auch Charakterfilm, und das tut dem ganzen Film auch richtig gut. Das heißt, wir haben langsame, ruhige Kamerafahrten, die hier auch wirklich auf eine Story aus ist, und das schafft der Film in seinem Gesamten mit der Charaktervielfalt auch definitiv einiges rauszuholen. Die Charaktervielfalt funktioniert super und auch das Duo aus Johnny Depp und Forrest Whitaker hier als Journalist, das Duo funktioniert gut und auch gerade dieses Charakterding zwischen den beiden formt sich mit und mit immer weiter. Insgesamt ist der Film für mich also im Charaktergeschehen ein definitiv guter Film, doch irgendwie wird der Film an vielen, vielen Stellen immer wieder unterbrochen. Hier wird natürlich eine Geschichte angehauen, die bis heute irgendwie nicht richtig geklärt ist. Das heißt, hier ist es eher so ein bisschen wie der Zodiac-Mörder, also dem Film Zodiac, dass da einfach natürlich Dinge irgendwie nochmal aufgewühlt werden, aber natürlich weiß man, wo der Film hingeht und man weiß, dass die Geschichte auch heute immer noch nicht irgendwie vollständig geklärt ist, und das kann der Film natürlich an dieser Stelle auch nicht tun. Das heißt, hier ist natürlich irgendwie die Story schon ein bisschen gegeben, aber für Fans oder beziehungsweise gerade auch für Fans von Johnny Depp ist hier der Film definitiv nochmal sehenswert, denn Johnny Depp ist in seiner Charakterart, aber auch seiner schauspielerischen Art ungemein gut. Also er bringt hier nochmal auch gerade nach den großen Filmen wie Fluch der Karibik einfach nochmal einen richtig, richtig schönen Charakterfilm auf die Leinwand, auf die Kinoleinwand, auf die Heimkinoleinwand, und das muss man dem Film einfach im Gesamtpaket auch definitiv gutheißen. Und für Fans, die gerade entweder auf die ganze Geschichte stehen oder auf Johnny Depp, für die ist der Film definitiv was. Doch dieses Charakterduo zwischen den beiden, also dem Journalisten und dem Polizisten, das formt sich immer wieder, aber das wird immer wieder unterbrochen durch ziemlich langweilige Story-Passagen, die irgendwie noch mit reingeformt werden, die aber das Ganze nicht irgendwie bereichern, sondern an vielerlei Hinsicht eher stören. Das hat für mich den ganzen Film nochmal ziemlich runtergezogen, denn dadurch ist der Film an vielen, vielen Stellen eben nicht mehr so spannend, und er unterbricht das ganze Geschehen und ist für mich nach einer Weile ziemlich, ziemlich langweilig und ja, ich möchte schon fast sagen öde geworden, denn hier ist der Film nicht mehr das, was er von vornherein eigentlich sich aufbaut, und wirklich ein Charakter- oder Arthouse-Film, das ist er dann am Ende irgendwie doch nicht mehr im Gesamten, und deswegen gibt es hier definitiv große Minuspunkte von mir. Insgesamt ist der Film aber gerade für Fans von Johnny Depp ein Film, den ihr euch unbedingt anschauen solltet, natürlich unter der Prämisse, dass ihr auch Fans natürlich von Arthouse oder von Charakterfilmen seid, denn hier formt sich was Schönes, aber natürlich nicht für die Leute, die jetzt Fluch der Karibik erwarten. Da sind nicht große Effekte, das ist wirklich eine reine Story, und die funktioniert an vielen Stellen gut, an vielen Stellen aber auch eben nicht. Deswegen hier ein ziemlich gemischtes Gefühl, aber dennoch irgendwie eine in Klammern gesetzte Empfehlung. Von mir bekommt der Film am Ende 4,5 von 10 möglichen Punkten und ist damit ein Film, der mir persönlich auf der einen Seite zwar gut gefallen hat, auf der anderen Seite aber auch viele Makel hat, deswegen hier so eine gemischte Wertung. Schaut selbst, was ihr zu dem Film sagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn euch anzuschauen. Am 26. August erscheint er auf DVD und Blu-ray, deswegen von mir eine Empfehlung, kann man machen, muss man nicht. Deswegen schaut es euch eventuell einfach nochmal selber an. Wenn ihr den Film dann gesehen habt, dann schreibt mir definitiv in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ist es für euch ein guter Film oder seid ihr eher meiner Meinung, dass es eher so ein bisschen das Mittelmaß ist? Lasst es mich definitiv wissen. Ansonsten
geht es jetzt hier oben zur nächsten Filmkritik oder hier oben zur nächsten Anime-Kritik. Und dann sehen wir uns im nächsten Filmvideo wieder, in der nächsten Filmkritik. Und bis dahin weiter Filme schauen.